Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, genau richtig am Senderkanal 3 zu unserem Magazin Treffpunkt Murtal. Viel Spannendes, Lustiges nach dem Fasching und Interessantes haben wir für Sie vorbereitet. Ein kurzer Spot und wir kommen schon zum ersten Beitrag. Gute Unterhaltung bei der folgenden Sendung wünscht Ihnen Heinzel Pölls, Ihr innovativer Arbeitgeber im Murtal. Die fünfte Jahreszeit ist offiziell zu Ende. Die Narren und Närrinnen haben sich hoffentlich gut erholt und ihre Zeit so richtig genossen. Gemeinsam blicken wir zurück auf Faschingsumzüge. Als erstes auf den großen Faschingsumzug in der Gemeinde Trofeiach. Wir haben die Highlights für Sie in Eventscout Nummer 1 zusammengefasst. Ja, es ist Fasching Dienstag und wir sind beim Faschingsumzug in Trofeiach. Hinter mir setzen sich schon die ersten Wegen in Bewegung und ich bin auch passenderweise heute als Pirat verkleidet. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was der Faschingsumzug alles zu bieten hat hier. So, Herr Bürgermeister, wieder Faschingsumzug in Trofeiach. Was hat Sie zum heutigen Kostüm inspiriert? Ja, Trofeiach rockt einfach die Bude ab in der Steiermark und ich glaube, wir haben einen der coolsten Umzüge, 60 Gruppen heuer. Ein Grund zum richtig durchstarten. Was dürfen wir uns alles speziell erwarten bei den Wegen? Komplett unterschiedlich, von total agilen, lauten Affen bis zu den Hardrocker, bis zu den Schlümpfen, es ist alles dabei. Also einfach genial. Also wieder ein cooles Event heute. Jedenfalls, ja. Und das ist ein großer Zuspruch, finde ich. Wir haben über 1000 aktive Masken mit dabei. Und ich glaube, der Hauptstraßenwetter uns wirklich die Rockbühne erwarten. Night Show. Herzlich willkommen in der Faschingshauptstadt Trofeiach. Wie bist du denn auf das coole Kostüm gekommen? Ganz ehrlich, ich habe es irgendwo im Internet gesehen und dann haben wir gedacht, ich bestelle es halt einfach einmal. Geht Fasching ohne Verkleiden überhaupt? Möglich, aber es ist uns nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn, muss man sich schon ein bisschen verkleiden und dann... Ja. Warum ist es ein heuer der Hulk geworden? Alles bin. Also genauso stark? Ja, immer. Müssen wir aufpassen, was wir fragen, gell? Nein, ist alles okay, ist okay. Fasching Dienstag in Trofeiach ist super! So, junge Dame, was führt denn Sie da her? Ja, der Faschingsumzug. Und ja, schauen wir mal. Geht es überhaupt ohne Kostüm auch oder macht das keinen Spaß? Ja, ich wollte mich heuer verkleiden, aber ich habe mir gedacht, ich bleibe einfach so natürlich, wie ich bin. Wie seid ihr zu der Kostümidee gekommen und was seid ihr? Ja, Forrest Gump ist mein Lieblingsfilm und da habe ich nicht lange herumzögern müssen, was ich da ziehe. Und wer bist du? Ich bin ein Jäger, der sein Gewehr verloren hat. Wie fühlt man sich als Indianer in Trofeiach? Ja, ganz gut. Also ich bin der Häuptling, der schlafende Bär und du? Ja, die schlafende Frau. Nein, jetzt warten wir auf den Umzug, werden wir sehen. Da wird sicher wieder Suppe in Trofeiach. Also wir haben uns zur Freude. Verkleiden gehört auch immer dazu, auch wenn man schon älter ist, gell? Es ist in Trofeiach immer Glas, weil die Leute alle verkleidet sind. Das ist immer super. Herzlich willkommen in der Frau! Warum sollte man beim Faschingsumzug in Trofeiach unbedingt dabei sein immer? Ja, Trofeiach ist natürlich die Faschingshochburg, mittlerweile nicht nur in der Obersteiermark, sondern in der ganzen Steiermark. Wir haben heuer 60 teilnehmende Gruppen an die 1000 teilnehmenden Personen, das ist unglaublich. Es stehen ja da deswegen relativ wenig Leute da hinten, weil da unten habe ich, weil die meisten alle mitgegangen sind. Das ist unglaublich. Die Faschingshochburg der Steiermark ist definitiv Trofeiach. Wie lange hat das eigentlich schon Tradition bei euch da? Die Tradition geht zurück bis in die 50er, 60er Jahre. Und ja, es gibt etliche Leute, die sind dabei. Es gibt so Schals, die man sammelt und so Sachen für jedes Jahr. Es gibt Leute, die haben so richtig so einen Umhang von lauter Schals, die waren alle Jahre dabei. Es ist echt super. Ja, das war's vom Faschingsumzug in Trofeiach. Ich glaube, wir feiern noch ein bisschen weiter, denn die Faschingswegen, die ziehen jetzt noch auch ein bisschen weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Thank you.
Von der Trofeiacher Faschingsstimmung kommen wir weiter in die Stadtgemeinde Knittelfeld. Hier fand heuer der große Murtaler Faschingsumzug ganz unter dem Motto 800 Jahre Stadtgemeinde Knittelfeld statt. Auch hier haben wir natürlich alle Nahen, Närrinnen und die ganzen Highlights in Eventscout Nummer 2 zusammengefasst. Ein herzliches Hallo vom Knittelfelder Faschingsumzug. In den nächsten Minuten erwartet Sie ein Mix aus Kreativität, Tradition und ausgelassener Stimmung. Tauchen Sie mit uns gemeinsam ein in die bunte Welt des Faschings. Na, grundsätzlich freuen wir uns einmal, dass wir dieses Jahr wieder einen veranstalten können. Wir haben über 20 Gruppen gehabt, sehr viele Großgruppen, insgesamt 390 Personen allein am Umzug, 6 Kleingruppen. Es waren wirklich ganz, ganz originelle Sachen dabei und wir freuen uns natürlich schon wieder, dass wir in 2 Jahren wieder den Knittelfelder Faschingsumzug veranstalten können. 2 Jahre Faschingsumzug hier in Knittelfeld, welche Bedeutung hat denn das Event für die Stadt? Ja, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Schau mal, die ganze Stadt ist voller Leute, es ist eine großartige Stimmung, es sind glaube ich tausende Leute in der Stadt, da in Knittelfeld, in der Innenstadt. Echt coole Stimmung und eine gute Sache einfach. Ja. Es ist so schön, weil in Knittelfeld unglaublich viele Leute kommen. Am 11. Vormittag ist die Stadt ausgestorben und 3 Stunden später ist ein Wahnsinn, kommst nicht mehr durch, also unglaublich. Bist du wieder Jurymitglied? Ist schon ein Favorit dabei? Ja, ein Favorit ist dabei, wobei grundsätzlich sind alles Favoriten, denn man muss sich heutzutage mal die Arbeit antun, an diesem Traditionstag noch mitzumachen, dadurch die Tradition immer schwindend ist und darum einmal alles Top-Favoriten. Doch 2 habe ich ganz persönliche Favoriten auserkoren heute und die gefallen mir besonders gut. 800 Jahre Knittelfeld, das zieht sich natürlich auch durch den Faschingsumzug. Was haben Sie euch Besonderes einfallen lassen? Ja, jetzt haben Sie mehrere Gruppen, glaube ich, zum Jubiläum was überlegt, 800 Jahre Knittelfeld. Wir haben den einen Lindwurm gehabt, der aus dem Mund geraucht hat. Es hat Burgen gegeben, es war so mittelalterlich viel. Es haben sich viele Gruppen was überlegt zu unserem Jubiläum, war echt cool. Danke allen, die mitgemacht haben. Damit ist auch der Fasching in unserem Magazin Treffpunkt Murtal zu Ende. Wir widmen uns jetzt einem anderen spannenden Thema. Natürlich darf in dieser Ausgabe auch ein neues Zeitzeugengespräch nicht fehlen. Dr. De Grinis aus der Gemeinde Obdach hat uns diesmal ganz viel Spannendes und Interessantes erzählt. Erinnern. Wir haben Kühe, Schweine, Hühner gehabt, aber keinen eigenen Grund. Erzählen. Und ich habe zum Beispiel einmal zu Weihnachten eine Ski gekriegt. Erfahren. Es hat keiner einen Kühlschrank gehabt, keine Waschmaschine, kein Geschirrspiel, es hat es alles nicht gegeben damals. Wir haben nur das Licht installiert, mehr war nicht da. Ihre Geschichte drehen die Zeit für einen Moment zurück. Sie geben Einblicke. Sie machen längst vergangene Ereignisse erlebbar. Sie rufen Traditionen und Geschehnisse in Erinnerung. Murtaler Zeitzeugen erzählen, was sie erlebt haben. Also mein Name ist Gerhard Ludwig de Grinis und bin geboren 1928. Seit wann lebst du in der Marktgemeinde Obdach? Also eigentlich dann kann man sagen, von Geburt an. Von Geburt an natürlich, bis man im Alter von 10 Jahren
weg musste. Es hatte keine Mittelschule, kein Gymnasium, Mittelschule, weder in Knittelfeld noch in Judenburg gegeben, sondern die einzige Möglichkeit war, wenn man studieren wollte oder eine höhere Erziehung haben wollte, war eine Mittelschule im Bereich der Stifte oder in Graz in der Hauptstadt. Graz, Leoben, Seckau und St. Paul waren die de facto Möglichkeiten. Und ich war in einem Schülerheim in Graz, das natürlich politisch korrekt geführt worden ist. Aber vielleicht, Herr Doktor, gehen wir noch ein Stückchen zurück. Ja. Du wurdest 1928 geboren. Ja, ja. Wie war so deine Kindheit? Es war die Zwischenkriegszeit. Ich weiß, dass die größte Armut geherrscht hat. Bei uns ist am Tisch hat ein armer Bub, wie es geheißen hat, zum Mittag mitgegessen, der ist von der Gemeinde zugeteilt worden. Zugewiesen? Zugewiesen worden, ja. Im Jahr 1938 war ja nicht jeder hungrig, es war die Arbeitslosigkeit da. Und die Arbeitslosigkeit hat sich mit dem Anschluss rapid verflüssigt, weil die Leute in die Rüstung gegangen sind. Und aber gehen wir noch einmal vielleicht ein Stückchen zurück. Ja. Du bist ja dann in Obdach zur Schule gegangen. Ja, ja. Wo bist du denn da in die Schule gegangen? Oder wo war ganz normal. Ganz unten dort im. Nein, die Volksschule war da unten, das Hauptgebäude, das stammt aus dem Jahr 1904. So ist und deswegen das. Ich war dort oben in der Volksschule. Ja. Und im Laufe dieser vier Jahre habe ich zweimal ein Watschen gekriegt. Ja. Abgesehen davon, Herr Doktor, dass es wirklich eine sehr kluge Zeit war und es hat wirklich wenig gegeben, hast du trotzdem lustige Sachen auch erlebt als Kind? Ja, sicherlich. Ich meine, wir haben alle eine unbeschwerte Kindheit gehabt. Nicht? Vielleicht eine Geschichte, was du mir mal erzählt hast, Jahrmarkt in Obdach. Ah ja. Der Jahrmarkt war zum Patrozinium, also am der Ägidemarkt. Der Ägidetag, ja. Am 1. September. 1. September. Und am 1. September bin ich nicht in die Schule gegangen, sondern bin heute beim Jahrmarkt vorbeimarschiert. Und wie ich heimgekommen bin, haben sie das schon gewusst, weil ich hatte nicht bedacht, dass der Kaplan erst in der zweiten Stunde aufgegangen ist, weil er vorher halt in ein anderes Thema in der Schule war. Und dann bin ich zu Hause gefragt worden, ob ich in der Schule war. Dann hast du natürlich, ja natürlich. Und dann habe ich ein Watschen gekriegt, aber nicht für Schulstürzen, sondern weil ich gelogen hatte. Weil du gelogen hast. Du hast mir ein bisschen erzählt, Almgangensatz. Ja, Almgangensatz am Abend. Wer alles dabei war, weiß ich nicht mehr, aber halt die ganzen Buben. Und wir haben dann geraucht auf der Alm. Wobei zu bemerken ist, Flirt-Zigaretten sind pro Stück verkauft worden. Das kann sich heute auch keiner mehr vorstellen. Pro Stück. Und die haben 3 Groschen gekostet. Und wie ich heimgekommen bin, haben sie natürlich gerochen, dass wir geraucht haben. Dann habe ich wieder gelogen und wieder eine aufgekriegt. Wo hast du denn die Zigaretten bekommen? Oder? Wer hat euch die besorgt? In der Trafik ganz normal. Habt ihr selber gekauft? Ja, selbstverständlich, ja. Ja, sind so die Geschichten, gell? Ja, gehen wir ein Stückchen weiter. Ja, die Mittelschule, wo hast du die besucht? Die Mittelschule war in Graz, im akademischen Gymnasium. Und ich war dann in einem Schülerheim, das also politisch korrekt geführt worden ist, mit vormilitärischer Erziehung. Aufstehen um 6 Uhr in der Früh, waschen natürlich nur Kaltwasser, das ist ein Luxus. Einmal in der Woche hat es 10 Minuten eine Badewanne gegeben, da hat man sich sauber machen können. Und Ausgang nur mit Ausgangsschein, wie beim Militär. Ja. Und der, wo man hingehen durfte, musste unterschreiben, dass man wirklich dort war. Also und so weiter. Also total streng. Ja, streng, okay. streng. Vor Militär. Und am Samstag, Sonntag sind wir immer hinausgejagt worden von der Hitlerjugend zu einem auf dem Verlieferhof, das ist ein Truppenübungsplatz in der Nähe von Graz. Und dort gab es halt immer Heraufereien. Ja. Also auf die Art ist mir sämtliche sportliche Betätigung bis heute ausgetrieben worden. Ja, keine leichte Zeit.
ja, wie hast du eigentlich die Vorkriegszeit damals in Obdach erlebt und woran kannst du dich da eigentlich noch erinnern? Ja, von 34 auf 38 waren 4 Jahre, also praktisch eine, nach unseren heutigen Begriffen, eine Wahlperiode. Mhm. Und da hat es im Februar den sozialistisch-kommunistischen Putsch gegeben, mhm, und im Juli den Putsch der nationalen Sozialisten. Mhm. Und den Februarputsch, also den roten Putsch, den habe ich nicht in Erinnerung, weil da hat sich in Obdach nichts abgespielt. Und im 34er Jahr ist der Putsch in Obdach dilettantisch abgelaufen, Operettenhof bei noch. Mhm. Der Redelsführer, der Karl Macher, den ich da gerade zitiert habe, da, der kam, ist mit den Putschisten in den Gendarmerieposten eingedrungen und hat dem anwesenden Postenkommandanten mitgeteilt, dass das Dritte Reich angebrochen ist. Mhm. Und der Herr Postenkommandant hat dem Macher dann, dem Macher Karl, so der Kassel, gesagt: Herr Macher, das ist Hochverrat, was Sie tun. Ich kann es erst zur Kenntnis nehmen, wenn es meine vorgesetzte Behörde schriftlich mitgeteilt hat. Mhm. Also, da war im 34 Jahr nichts. Daraufhin hat der Macher die Pistole gezogen, hat beim Postenkommandanten angesetzt und hat gesagt, wir müssen dann Gewalt anwenden. Mhm. Dann hat einer von den Gendarmen gesagt, wir können es unten an die Wand stellen. Dann haben sich die Gendarmen und die Putschisten geeinigt, gegenseitig nicht aufeinander zu schießen. Mhm. So, jetzt hat es im 34 Jahr keine Telekommunikation gegeben, mhm, und keine Mobilität. Mhm. Der Macher Karl ist daher über die Alm, also über den Peter am Sattel nach Jugendburg marschiert, mhm, weil er irgendwelche Informationen haben wollte oder Instruktionen haben wollte. Dort ist er verhaftet worden. Und damit war der Putsch gescheitert. Damit war der Putsch in Obdach vorbei. Ja, die ist spannende Geschichte, gell? Habe ich auch noch nicht gehört, muss ich sagen. Gell? Ja, na gut, das ist. Aber es ist also wirklich. Das steht so in den obersteirischen Nachrichten drinnen, die meine Mutter hat das immer gesammelt, sie hat auch ein Tagebuch geschrieben, mhm, und im Tagebuch liegt im Archiv das Blattl von den obersteirischen Nachrichten, und dort steht das so drin, wie ich es jetzt erzählt habe. Deine Eltern, dein Vater war ja auch schon Arzt in Obdach, ja. Wie ist es ihm in der Zwischenkriegszeit und nach in der Kriegszeit ergangen? Ja, in der Zwischenkriegszeit war es so, dass man froh war, wenn ein Patient gekommen ist. Mhm. Das ist ja aber ein allgemeines Thema, denn die Konsultationsursachen, warum jemand zum Doktor gegangen ist, war nicht ein Kopf oder ein Schweißausbruch oder sonst irgendeine Banalität, sondern es waren meistens viel chirurgische Gründe. Heute sieht ja keiner mehr einen Fingerwurm oder eine Eiterung an den Finger, weil keiner mehr mit händisch was arbeitet, das hat sich aufgehört. Ne? Mhm. In meiner Sammlung, ich habe immer fotografiert, habe ich also alle viele medizinische Fotos natürlich auch. Ne? Mhm. Und Eiterungen an der Hand, Eiterungen am Finger, wenn man es unbehandelt lässt, wird die Sache gut, wenn der Fingerwurm rauskommt. Der Fingerwurm war die Sehne, die herausgeeitert ist, damit war der Finger nicht unbrauchbar. Mhm. Das war zum Aufschneiden. Also es waren eigentlich viel schwerwiegendere, sage ich mal, Verletzungen, Erkrankungen als wie heute. Vorwiegend chirurgische und in Bindungen. Ne? Mhm. In Obdach hat es zu diesen Tagen hat es gegeben an die 120 Kinder pro Jahrgang. Pro Jahrgang. Mhm. Ja, eine Volksschule in St. Wolfgang, in St. Anna, in St. Georgen und die Waldschule in Bretal und 2 Klassen in Obdach. Ja. Ich weiß, also heute reden wir von 40 Geburten und damals waren es 120. Ja, er war in der ganzen Steiermark unterwegs seid ihr da mit oder seid ihr da? Nein, ich war ja dann, ich war im Schülerheim Graz. Du warst damals genau im Schülerheim Graz. Ich habe das zwar schon etwas profitiert davon, indem ich zu den Wochenenden ab und zu ihm fahren konnte, wie er zum Beispiel in Murek war, bin ich halt mit der Eisenbahn runtergefahren und habe dann in Murek Auto fahren dürfen. Naja, das wollte ich dir eigentlich schon fragen. Du hast sehr früh Autofahren gelernt, ja, gell? Ja, mit 13 Jahren bin ich ja. Mit 13 Jahren schon? Ich bin ja anstoßen und umgefahren. Ne? Aber ein paar Kilometer. Wie hast du deine Jugendzeit erlebt?
Im Schülerheim. Im Schülerheim, also eigentlich Freizeit irgendwelche... Nein, das war alles genau geregelt. Im Schülerheim war erstens einmal Deutschland über alles. Mhm. Und ich habe von zu Hause zwei Aufträge gehabt. Der eine war kein Wort von zu Hause. Mhm. Und der zweite war sehr froh, dass du was lernen kannst. Mhm. Ja, das denke ich mir. Ja. Und Freizeit oder irgendwo fortgehen oder irgend sowas, ja, das hat es ja damals sowieso nicht gegeben. Seit der Zeit, gell? Das ist sowieso ja. Du hast natürlich auch eine Ausbildung gemacht 1944 als junger Mann für einen Kriegseinsatz. Ja, das war, wenn Sie sich, wenn wir uns erinnern, der Ratzinger, also der Benedikt, der, mhm, war ja auch, der war ja auch Luftwaffenhelfer. Das ist in der Öffentlichkeit falsch dargestellt gewesen. Er war nicht beim Militär, sondern war Luftwaffenhelfer wie alle. Mhm. Und ich bin am 5. Januar 1944 als Luftwaffenhelfer wie die ganze Klasse einzogen, eingezogen worden. Und für uns Buben war das natürlich nichts mehr Latein, nichts mehr Griechisch. Ich war Griechisch gelernt, bitte. Sondern so eine Uniform und für die Bedienung von Flakgeschützen eingesetzt. Mhm. Ja. Hast du auch einrücken müssen? Ja, und das ist so gegangen bis Anfang 45. Anfang 45. Und dann ist unsere Klasse gemustert worden. Mhm. Und die Musterung, die mussten dann alle noch Zille in der damaligen Untersteiermark, also Zille heutzutage in Slowenien, einrücken. Und da sind noch 5 nicht zurückgekommen. Mhm. Und ich habe die Musterung verschieben können, weil mein Vater war gut orientiert. Sie waren, glaube ich, einer der wenigen Leute, die ein Radio hatten, das einen Kurzwellenanteil hatte. Der Volksempfänger hat so wie der ORF, also am liebsten hätte nur sein, das einzige Programm des Reichsrundfunks zu empfangen gestattet. Mhm. Aber er hatte keinen Kurzwellenbereich gehabt und auch keinen Langwellenbereich. Ja. Und der Radio, der einen Kurzwellenbereich hatte, konnte zum Beispiel den Schweizerischen Rundfunk Grundspruch als Parteien empfangen. Einer der Grazer Universitätsprofessoren, medizinischen Professoren, hat also ein falsches Röntgenbild mir unterstellt. Okay. Und ich bin mit einem gefälschten Röntgenbild vom Herrn Professor bei der Musterung gewesen. Mhm. Und der Musterungsarzt war natürlich auch einer aus der Steiermark. Mhm. Und der hat sich gegen den Herrn Professor natürlich nicht irgendwas zusammengetraut. Und auf die Art ist meine Musterung zurückgestellt worden. So gesehen hast du Klick gehabt. Auf die Art habe ich einmal Zeit gewonnen. Ja. Und wie es dann die Musterung tatsächlich erfolgt ist, habe ich natürlich auch einen Wehrpass gekriegt und hätte auch hinunterfahren sollen. Mhm. Und das ist aber unterblieben, weil da bin ich in der Obdach versteckt worden. Mhm. Okay. Ja, das war aber schon im April oder so. Das war schon kurz vor Kriegsende. Das war kurz vor Kriegsende, ja. Wie die Kriegszeit dann vorbei war, du hast ja wahrscheinlich deine Ausbildung unterbrechen müssen. Wie ist das dann weitergegangen? Nein, das ist ganz einfach gewesen. Die sogenannte Kriegsmatura ist nicht anerkannt worden. Okay. Und daher musste man für das Inskribieren, ganz wurscht was, musste man einen sogenannten Überbrückungskurs machen. Mhm. Das war also, der hat dann mit der Anerkennung der Kriegsmatura geändert. Das war praktisch noch mit der Matura heute. Noch mit der Matura. Wiederholen, geworden. Wie man sagt. Fast. Ja, wiederholen. Ne? Mhm. Okay. Dann habe ich medizinische gebeten, ich war der zweitschnellste im Semester, der fertig war, bitte. Boah. Ja, und ich habe viele Auszeichnungen gehabt und bin zweimal ausgeflogen. Das eine Mal aus Gründen der Sippenhaftung, weil das war eine der Prüfungen, war das so eine Prüfung aus Histologie, also Gewebskunde. Und da war die Prüferin eine jüdische Rückwanderin. Mhm. Und die hat den Namen gekannt und ich habe einen Onkel gehabt, der war ein großer Nazi. Ach so. Da bin ich also nach 2 Minuten schon draus gewesen. Also es war ganz schnell. Förmlich wieder durch die Politik rausgeflogen, bin ich kann man scheiß sagen. Dann habe ich es halt wiederholt und habe wieder Aussagen gekriegt. Das nächste Mal ist mir so wurscht. Und zweitens bin ich rausgeflogen.
in der Pharmakologie, weil da hat der Professor auf das Prüfungsprotokoll geschaut und hat gesagt, so schnell kann man es nicht lernen. So schnell kann man nicht sein, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Also ja, spannend. Aber trotzdem, das sind so Kleinigkeiten. Ja. Du, und du warst ja dann in weiterer Folge auch im Ausland. Ja, ich war viel im Ausland. Mein Vater hat gewusst, wie die de facto Ausbildung läuft. Und ich bin daher ab dem zweiten Semester irgendwohin formulieren geschickt worden. Mhm. Formulieren heißt also, dass ein Student, ein Medizinstudent, in irgendeiner Abteilung um umstehen darf und zuschauen darf. Ist das heute so ähnlich wie ein Praktikum? Kann man sich das so vorstellen? Dass du im Ausland ein Auslandssemester ja, von mir aus. Von mir aus kannst du so ähnlich das, wahrscheinlich. Kannst du das so nennen. Mhm. Also, mein erster, was du mich vorhin gefragt hast, mein erster Auslandsaufenthalt war dann in Holland. Genau. Und ich bin dann also in dem Signal St. Johannes de Deo, hat es geheißen, gewesen und mir sind die Augen ausgefallen. Mhm. Ein Labor fürs ganze Krankenhaus in Österreich und mindestens in der Steiermark hat damals noch jedes Spital ein Wimmerl-Labor gehabt, wo sie ein bisschen Horn angeschaut haben und das war's. Und da war also ein Laborant, also es war eine andere Welt. Ja. Ja. Ja gut, und dann hast du 1958 in Obdach begonnen. Ja. Als Arzt hast du das von deinem Vater übernommen? Mehr oder minder, aber vorher war ja noch, habe ich diesen nach der Promotion mit dem nackten Titel hat man nichts anfangen können. Heute auch nicht. Man muss ja den so einen Turnus machen. Also wo man verschiedene Abteilungen genau, durchgeht. Das, ja. Das war 2 oder 3 Jahre, weiß ich nicht mehr. Und den Turnus habe ich unterbrochen, weil in Graz gab es ein sogenanntes Amerika-Haus. Und das war dort, wo heute die Krenzschler Bank ist, glaube ich. Also jedenfalls am Eisernen Tor hat es das gegeben. Dort gab es alle möglichen Zeitungen. Und Zeitungen unter anderem auch das Journal der amerikanischen, der AMA, Journal of American Medical Association. Und dann bin ich mit einem Freund, der leider auch schon verstorben ist, einem Siebenbürger Sachsen, haben wir uns also beworben. Und sind dann also 2 Jahre fast in Amerika gewesen. Und war Amerika schon viel fortschrittlicher als wie Österreich? Das war kein Vergleich. Und das sind zwei Personen, muss ich noch erwähnen. Der eine war der J. Armand Quick. Den Quick-Test, der wird heute auf der ganzen Welt gemacht. Und zwar besteht er darin, dass ein Fließgleichgewicht im Blut Stoffe wirksam sind, die das Gerinnen in den Adern verhindern und die aber Gerinnen hervorrufen, wenn man sie verletzt. Ja, und dieses Fließgleichgewicht wird mit dem Quick-Test in Richtung Flussfähigkeit verschoben. Den hat er erfunden praktisch. Das ist von dem gewesen. Okay. Ja. Der war einer der Lehrer. Und, ja, gut. Also du hast sehr gute Lehrer gehabt seinerzeit. Und ich habe noch einen zweiten habe ich einer gehabt, okay. der ist noch berühmter. Ja. Der zweite war der Hans Seley, hat er sich genannt. Der hat den Stress erfunden, großen. Den Stress? Den Stress, ja. Also da gibt es die Nieren und es gibt auch Nebennieren. Das sind ganz kleine hormonelle Organe, so wie es auch Nebenschilddrüsen gibt. Und das hat er im Wesentlichen beschrieben. Und wie der Job im St. Luke's Krankenhaus in was muss 55 oder so gewesen sein, zu Ende gegangen ist, habe ich in Amerika bleiben wollen. Wolltest gar nicht mehr zurück. Ja, es war interessant, ja. Und da habe ich beim Seley damals, der einen Vortrag gehalten hat, halt angeklopft. Und der hat dann gefragt, woher ich bin. Und der hat gesagt, aus Austria. Und dann hat er gesagt, so können wir ja Deutsch reden. Und das müsst ihr euch vorstellen, im Mittelwesten von Amerika, im Hintersten Amerika, bemakelt der, also Prager Deutsch, wie es nicht besser geht. Ne? Also wirklich, wie es nicht besser geht. Und das hat er dann, dann habe ich das daheim mitgeteilt und dann ist halt,
ist die Entscheidung anders gefallen, sagen wir so. Sonst wäre in Toronto wahrscheinlich der Pharmakolog gelandet, aber ist auch wurscht. Dann bist du wieder zurückgekehrt und dann hast du 58 praktisch in Obdach begonnen. Ja, ich bin dann übernommen worden. Wir haben zur Zeit lang parallel gearbeitet. Ja. Mhm, gemeinsam. Ja. Also ich habe dann... Jetzt war um die Zeit war ja noch ein riesiger Run auf die Praxen, was heute ja nicht mehr der Fall ist. Mhm. Das ist auch eines der wesentlichen Elemente, die sich geändert haben. Erstens, das Patientenaufkommen hat sich geändert, weil mit irgendeiner Verletzung wirst du sofort ins Spital geführt. Mhm. Das ist vorbei. Du hast jetzt sehr viel selber noch gemacht, was ich weiß. Genäht, gegipst, alles hast du noch getan. Ja, was ist angefallen? Das war ja so üblich, ne? Und der schaut im Internet nach, liest irgendein Plätzchen, liest irgendwas, versteht es nicht und weiß dann alles besser. Ja, man kann halt alles nachlesen, aber es ist oft nicht genau ganz das, was es wirklich ist. Gell? Na gut, 1 mal 0 ist immer 0. Ja, so ist es. Ja, wir waren, glaube ich, bei dem Punkt, wie lange du in Obdach Arzt warst und wie es da gegangen ist. Ja, von 58 bis... Ja, bis an die 50 Jahre ungefähr. An die 50 Jahre, gell? Ja. Welche Erlebnisse hast du da so gehabt? Ja, da habe ich einen Haufen Erlebnisse gehabt. Ich kann nur sagen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja gut. Kannst du mal ein bisschen was von deiner Familie erzählen? Ich kenne dich einen Haufen, aber das geht ja einen irgendwas an, oder? Muss das sein? Nein, ist nicht notwendig. Ja, okay. Na gut, wir meine Frau ist auch in Import. Aus fremden Landen. Sie war aber nicht der Erste im Bord. Darum finde ich das ja so spannend. Was? Deine Frau ist ja eine Engländerin, gell? Nein, sie ist eine Irin, das darfst du nicht. Irin, Entschuldigung, sagst Und wie habt ihr euch kennengelernt? Durch die weltgeschichtlichen Ereignisse. Mhm. Weil im Jahr 56 war ich 6 Wochen in Eisenerz. Mhm. Und da ist halt ein Mädchen aufgetaucht. Und sie hätte in Wien einen Job gehabt und ist aber dann nach Eisenerz geschickt worden, weil die Ungarn das alles belegt haben. Und sie war als Krankenschwester dort, oder? Sie ist als Krankenschwester gekommen. Krankenschwester, und so habe ich sie auch kennengelernt. Ja, haben sie kennengelernt. Oh ja, eine spannende Geschichte, keiner so. Ja, es ist eine relativ spannende Geschichte. Ja. Ja, und wie gesagt, der Martin ist in deine Fußstapfen getreten. Ja. Gell? Meine letzte Frage ist deine Verbundenheit zu Obdach. Es hat sich alles so ergeben. Ich meine, ich hätte auch eine akademische Karriere machen können, aber alles wäre möglich gewesen. Ne? Ja. Heute bin ich froh, dass ich in keiner Stadt wohne. Also du bist jetzt froh, dass du in Obdach bist. Ich bin also hier zufrieden. Mit freundlicher Unterstützung von Bund, Land Steiermark und Europäischer Union. Am 29. Februar kommen Seitinger und Meierhofer mit ihrem Debütalbum nach Judenburg. Klanglich balanciert das Kollektiv zwischen österreichischer Volksmusik, Jazz und Pop. Neben originären Eigenkompositionen stehen auch einige Klassiker auf dem Programm. Seitinger und Meierhofer am 29. Februar im Gewölbekeller Judenburg. Schulbuslenker und Lenkerinnen, aufgepasst! Für eine Nebenverdienststelle sucht Schulbus Steiner KG deine Unterstützung. Die täglichen Abendfahrten von Knittelfeld zum Gymnasium Seckau bis St. Michael oder Graubart werden mit 350 Euro für 5 Fahrten entlohnt. Im Ausmaß der Geringfügigkeit oder Teilzeit werden ebenfalls Buslenkerinnen und Lenker gesucht. Montag bis Freitag morgens und mittags. Knittelfeld ist das Arbeitsgebiet bei einem Bruttostundensatz von 11 Euro. Das Lenken von Schulbussen ist eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit mit familienfreundlichen Arbeitszeiten. Bewirb dich jetzt bei Schulbus Steiner per E-Mail oder einfach gleich anrufen. Kreischberg und Lachtal. 2 Berge, 1 Skipass. Karfen und Barden auf den schönsten Pisten weit und breit. Kreischberg und Lachtal, die Lieblingssteirer. Die Lieblingssteirer. 1, 2, 3, 4.
Du bist voller digitale Junkie, immer auf der Suche nach Innovationen, aber gleichzeitig liebst du auch das Knistern einer Zeitungsseite. Passt. Wir sehen dein Potenzial und wissen, dass mit deinem kreativen Mindset noch so viel mehr möglich ist. Aber hey, keine Sorge, bei uns bist du nicht allein. Passt. Du hast den Drive, wir haben die Tools, um in der Region etwas zu bewegen. Also, passt du zu uns? Warte nicht länger und bewirb dich jetzt bei den Regionalmedien Steiermark. Oh yeah! Es ist die Zeit der Schuleinschreibungen und wo kann man am meisten erfahren? Natürlich bei einem Tag der offenen Tür. Der Einladung des BGB AG Jungburg hinter die Tore zu blicken, sind wir für Sie gefolgt und haben alles, was die Schule zu bieten hat, für Sie zusammengefasst. Das Gymnasium in Judenburg hat Tür und Tor geöffnet. Dabei ist vor allem eines sichtbar geworden. Beziehungen und wertschätzendes Miteinander sind Basis für gelingendes Lernen. Neben einer breit gefächerten Allgemeinbildung ist vor allem die Vielfalt und individuelle Förderung junger Menschen wichtig. Das BGB AG Jungburg steht für Vielfalt. Das Allerwichtigste ist uns, unsere Schülerinnen und Schüler stehen im Zentrum all unserer Bemühungen, all unserer Arbeit. Das heißt, es geht uns ganz wichtig darum, Schüler sollen sich wohlfühlen, Schüler sollen als Individuen ihre eigenen individuellen Interessen, Begabungen, Neigungen hier ausleben können. Und das vielfältige Programm, dass ich hier sage, wir sind die einzige Schule, die Sprachen für sechsjähriges Französisch, Spanisch anbietet, internationale Projekte in der Unterstufe, gleichzeitig auch MINT, Naturwissenschaft, Technik, dann Sport und Kreativität. Das heißt, diese Vielfalt macht das Gymnasium aus und ist die Basis für jede weitere Ausbildung. Am Tag der offenen Tür hat man in alle Bereiche der Schule hineinschauen dürfen. Biologie mit Mikroskopen, Chemie und Physik mit Experimenten, Wasserbad hinein, Sprachen, digitale Grundbildung mit Tablets und Sport im Turnsaal. Dabei bestand für die Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, alles selber auszuprobieren. Also der Sport spielt hier in der Schule eine große Rolle. Wir versuchen den Kindern die Bewegungserfahrungen schon von der ersten Klasse weg mitzugeben. Es gibt unverbindliche Übungen, es gibt Kooperation mit dem LAZ Jungburg, wo auch der fußballerische Schwerpunkt herausgehoben wird. Und da versuchen wir eben auch in den ersten und zweiten Klassen mit Wintersportwochen den Kindern auch den Wintersport näher zu bringen. Also es sind sehr viele Stunden, die die Kinder im Turnsaal verbringen, was für die Bewegungsentwicklung bei den Kindern einfach sehr gut ist. Als UNESCO-Schule hat das Gymnasium bereits viele außergewöhnliche Auszeichnungen, wie beispielsweise den Erasmus Award, erhalten. Diese Auszeichnungen werden im stark geförderten MINT-Bereich der Schule sichtbar. Moderne Technologien sind am Tag der offenen Tür durch die Racing School und das Erstellen eigener Fahrzeuge im 3D-Drucker sichtbar geworden. Genau, wir haben da super Ausstattung und moderne Technik, eben an 3D-Drucker und Lasercutter. Da können die Kids individuelle Projekte umsetzen. Bei der Racing School, das ist ein freies Wahlfach. Da tun die Kids komplett selber am Computer ein ferngesteuertes Auto zeichnen und dann am 3D-Drucker und Lasercutter fertigen, alles im Haus. Und dann das Highlight ist sicher am Schulende das Rennen. Eine akrobatische Sportaufführung sowie die Schulband haben die Veranstaltung der Schule am Ende abgerundet. Das Gymnasium Judenburg, ein Ort für Lernen, Vielfalt und Gemeinschaft. Ihre Gesundheit ist uns ganz besonders wichtig und diese schreiben wir ganz groß. Daher folgt nun unser Gesundheitstipp der Woche. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass aufgeklärte Kinder viel seltener Opfer sexueller Gewalt sind. Aufgeklärte Frauen werden seltener ungeplant schwanger und Männer stecken sich seltener mit Geschlechtskrankheiten an. Jedoch schieben zahlreiche Eltern das Thema Aufklärung immer wieder auf, behandeln es nur oberflächlich oder setzen auf die Informationen durch die Medien.
Die Folge daraus ist, dass viele Jugendliche sich umfassend informiert halten, jedoch über wichtige Themen wie Verhütung, Schwangerschaft, sexuell übertragbare Erkrankungen wie auch sexuelle Orientierung nicht ausreichend Bescheid wissen. Viele Eltern fragen sich auch, wann und wie sage ich es meinem Kind? Experten raten dazu, die sexuelle Aufklärung als ständigen Teil der Erziehung anzusehen und nicht als ein einmaliges, ernsthaftes Gespräch, wenn das Kind schon größer ist. Als Faustregel gilt, jedes Kind, das alt genug ist für eine Frage, ist auch reif genug für die Antwort. Generell gilt, wenn ein Kind in die Schule kommt, sollte es wissen, woher die Babys kommen, und Gespräche über die Pubertät sollten stattfinden, bevor diese beginnt. Ich möchte nun einige Tipps geben, wie man mit dem Thema Aufklärung und Sexualität umgehen kann. Ein guter Einstieg sind Geschichten über die eigene Herkunft. Kinder lieben es, erzählt zu bekommen, wie kräftig sie in Mamas Bauch gestrampelt haben. Am besten findet Aufklärung nebenbei statt und nicht als Lektion. Über spontane Fragen und Antworten wird das Kind schließlich auch über andere Lebensbereiche aufgeklärt. Wenn die natürliche Neugier auf diese Art und Weise gestillt wird, wendet sich das Kind später auch meist ohne Scheu an die Eltern. Wichtig ist es auch, bei Gesprächen nicht ums Thema herumzureden, sondern die Dinge klar bei Namen zu nennen. Kinder brauchen ehrliche und richtige Antworten auf ihre Fragen. Für die Altersgruppe der Jugendlichen gibt es zahlreiche Bücher und Broschüren, die Antworten auf alle wichtigen Fragen geben können. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass Eltern ihre Kinder über Beratungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Rat auf Draht oder First Love aufklären zu lassen. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass sexuelle Aufklärung für alle Kinder und Jugendliche wichtig ist, um die positive Selbstwahrnehmung zu stärken, die körperliche und emotionale Gesundheit sowie die sozialen Rollenfindung des Heranwachsenden zu fördern und ihm dabei hilft, Grenzen festzulegen, die Außenstehende nicht überschreiten dürfen. Knapp und besonders informativ, es folgen unsere Treffpunkt Murtal Kurznews. Die folgenden Kurznews widmet Ihnen die Firma Swidelski, Bauleitung Murtal. Die Kinderfreunde Knittelfeld haben in Kooperation mit der Stadtgemeinde Knittelfeld am 10. Februar zum größten Kinderfaschingsball des Murtals ins Kulturhaus Knittelfeld geladen. Es waren rund 1000 große und kleine Gäste mit dabei, um gemeinsam zu lachen, zu tanzen und zu feiern. Gabor Barini hat vor 3 Jahren einen Schlaganfall erlitten und ist 2 Wochen lang auf der Stroke Unit, einer speziellen Überwachungseinheit für Schlaganfallpatienten, im LKH Murtal Standort Knittelfeld betreut worden. Er war den Mitarbeiterinnen so dankbar, dass er eine Spendenaktion initiiert hat. Den Gesamterlös von 1.880 Euro lässt er den Mitarbeiterinnen der Stroke Unit zugutekommen. Wir sind beinahe am Ende unseres Magazins Treffpunkt Murtal angelangt und ich darf mich von Ihnen aus der Stadtgemeinde Judenburg verabschieden. Ich hoffe, es war viel Lustiges, Spannendes und Interessantes für Sie dabei. Haben Sie einen Beitrag oder eine ganze Sendung verpasst? Besuchen Sie doch einfach unsere Homepage kanal3.tv. Hier können Sie in unserer Mediathek alles nachsehen. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.